Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Once of Magic. Auf der Suche nach dem magischen Ring. Wir machen noch ein paar Pfeifensee-Frösche platt. Hallo Fröschli, komm mal her. Ich muss auch ein paar Frösche von euch töten für mein Let's Play. Du musst dran glauben, du Rotaugen-Chunky. Du stehst doch unter Drogen. Was hast du genommen? Ne? Was hast du genommen, du Pfeife? Was macht mein Hilfsbegleiter im Wasser? Soll nicht tauchen, soll helfen. Meine Güte hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich hoffe, ich finde den Ring bald hier, dass ich mal wieder eine Quest hab. Wendet hab für euch. Und. Ist gut irgendwie traurig. Oh. Die tut mir leid. Nächster Frosch. Hier. Komisch, dass sie merken, dass was angreift, obwohl sie ein paar Meter weit entfernt sind. Finde ich immer wieder sehr komisch. Das hier. Bam. Jetzt habe ich Akro, jetzt habe ich Rauferei. Jetzt bin ich Akro-Typ. Jetzt bashe ich alles weg. Ja, Frosch. Kannst unter Wasser sterben. Bam. Aber nicht das, was ich suche. Oh Mist. So. Nächster Frosch. Komm her. Ach man, springen wir so schnell weg. Wo ist er denn? Oh, Alter. Dürfen sie schnell. Was hast du das? Jetzt mache ich dich platt, komm her. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Versteck dich nicht hinter mir. Ach komm. Nicht da stehen. Kämpfen. Kämpfen. So stirbst du erste Frosch. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So. Muss mal gesagt werden hier. Kreatur. Ja, nur welche hat den Ring meist. Hier ist ein scheiß Zufallsprinzip. Wie viel Frösche muss ich ja noch abschlachten? Wir sind doch gar kein Ende. Fröschli. Fröschli. Hierher. Ehrenmal. Ach du. Was es jetzt gibt. Hier gibt es ein Ehrenmal. Schau ich mir gleich mal an. Sieht interessant aus. So. Ich hoffe, es langweilt euch nicht so hier. Wenn ich gegen Frösche kämpfe, wegen so einen magischen Ring. Kann ich selber suchen. Muss auf den Frosch drauflatschen. Was? Puh. Explodiert er. Wenn er Glück hat, kommt der Ring mit rausgeflutscht. Naja. Jetzt muss ich die ganzen Kleinkram gemacht. Ich hab's. Juhu. Yippie. Jetzt freue ich mich wie ein Schneekönig. Wo muss ich hin? Da. Okay, ich mache gleich abgeben die Quest. Oder was meint ihr? Ich habe die nächste Quest geschafft hier. Aus dem großen Quest-Clock, was ich habe. Ist auch etwas viel, ne? Müssen wir mal ein bisschen minimieren. Bei den nächsten Quests wir annehmen, haben wir wieder Tausende offen. Hallo, ich hab was für dich. Hallo? Ah, jetzt. Wunderbar. Hast du was für mich? Nein. Naja, wenigstens was hier. Dreht den Sabinenbau und erfüllt die Mufalets. Bitte töte 8 Sabinerer Krieger und 6 Sabinerer Schamanen. Das habe ich nicht schon. Ach, gar nicht. Hm. Auch toll. Befolgt auch ist die Anweisung. Fangt mit den Stimulationstraining an. Was muss ich machen? Jetzt, wo wir Nahrung und Feuer. Da.
Moment, ich muss mal was durchlesen. Wo ist die Quest? Wo? Das ist ja die Frage. Wo die Quest ist? An welcher Stelle? Was ist das? Die Wolfsknochen. Teil der Vorbereitung. Mal wieder zur Teil der Vorbereitung, wo die Wölfe da rumrennen. Ich denke mal, das sind die Wölfe, die gemeint sind. Auch wenn ich ungern töten will, ich würde sie lieber zähmen und als Begleiter benutzen. Das wäre natürlich was Cooles, wenn man die als Begleiter nehmen könnte. Also sich zähmen. Weil da könnte ich mir auch schon was Cooles vorstellen, wenn man die zähmen könnte. Das wäre geil. Ja, sind das die Ehrenwölfe? Keine Ahnung, ob das die Ehrenwölfe sind. Was ist das für. Ja, das sind die, die ich umbringen muss. Okay. Komm her. Ich muss euch leider töten. Tut mir leid. Ich werde euch ja lieber zähmen. So, bash, bash. Und nochmal. Juhu. Das macht dich platt. Stufe 5. Ich bin Stufe 8. Das hat doch auch eine Chance gegen mich. Dann machen wir die Quest. Die ist ja leicht. Die ist nicht beendet. Jetzt. Wolfsknochen. Gut. Brauche ich auch noch zwei. Hallo Wölfe. Du Ebenwolf. Ach, Ebenwolf. Ich habe Ehrenwolf gelesen. Das heißt Ebenwolf. Die machen wir jetzt auch noch platt hier. So. Ist das schnell gemacht hier. Haben wir reingeschlagen. Ist das platt, du. So, wunderbar. Der ist auch platt. Wo ist der andere? Hier war doch gerade noch ein dritter. Ach, da ist er ja. Tut mir leid, du musst auch dran glauben. Tut mir leid, mein kleiner Wolf. So. Oh, Karaschen so mit seinem Pranken. Also wenn ich niedriglöflich wäre, hätte er mich auch bestimmt ganz schön Schaden nehmen lassen. So. Wen muss ich? Den finden. Okay. Geh ich hin, gib ab die Quest. Und dann wird die nächste Quest gemacht. Oh, ich renne falsch rum. Soll ich mal sagen, dass ich falsch Richtung laufe? Ich muss mich hier lang laufen, meine Freunde. Naja, aber ich glaube, das werde ich nicht mehr in dieser Folge schaffen. Nee, ich glaube es nicht. Dann werde ich die Quest in der nächsten Folge dann beenden. Die ich dann logischerweise einen Tag später aufnehmen werde. Die Folge habe ich jetzt doch noch aufgenommen, nach der letzten. Obwohl ich das Schau bis morgen gesagt habe. Aber naja, habe ich es ja doch aufgenommen, weil ich dachte, naja, gerade dabei, da kann man es auch noch machen. Wisst ihr, daher habe ich die auch schon gemacht, eine zweite Folge. Aber mehr mache ich davon nicht, weil ich muss dann noch zwei andere Spiele aufnehmen. Jeweils eine Folge, ein Part, daher mache ich da jetzt nicht weiter. Also dann verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Rounds of Magic wieder. Euer LP Gamer Steffen sagt Ciao mit V und Fantasy Freak sagt einfach nur normal Tschüss.